Hallo, mein Name ist Andreas Reisert. Ich bin Franchise-Nehmer von McDonald's in München. Für den Bahnhofsgarten machen wir diesmal wie auch beim letzten Mal ein Kräuterbeet zusammen. Heute wollen wir uns zusammen anschauen, wie wir zum einen frische Kräuter säen und zum anderen schon bestehende Kräuter umtopfen nach draußen, sodass wir startklar für den Sommer sind. Dadurch, dass es aktuell noch relativ früh im Jahr ist, haben wir noch mal mehr darauf geschaut, dass die Kräuter, die wir jetzt verwenden und verpflanzen, auch winterfest oder frostfest sind, sodass sie uns nicht in den nächsten Wochen schon wieder kaputt gehen. Wir haben hier von den Samen zum einen Dill, zum anderen Petersilie, hier drüben auch noch mal Petersilie und hier werden wir dann immer sommerlicher. Das sind dann quasi die Kräuter, die es jetzt noch ein bisschen schwerer haben, die wir zu einem späteren Zeitpunkt umtopfen. Heißt, fürs Erste fangen wir hier vorne an und arbeiten uns dann weiter vor in Richtung Sommer. Wir legen los mit der Petersilie. Da haben wir hier zum einen Anseetöpfe, die wir vorab besorgt haben, in denen wir die Samen direkt verpflanzen wollen. Das Ganze werden wir versäen in 1 bis 2 Zentimetern Tiefe, relativ locker ein kleines Loch graben, damit die von dort aus schön aussäen können. Graben hier ein bisschen aus und geben einmal Petersilie dazu. Setze ich hier ein paar vereinzelte Samen in die Löcher ein. Mach noch mal ein bisschen was drauf. Und dann sollten wir eigentlich in ein paar Tagen schon sehen, dass das Ganze losgeht und keimt. Als nächstes schauen wir uns den Basilikum an. Perfektes Timing. Man kann ab ungefähr 15 bis 20 Grad, die wir genau heute haben, mit der Aussaat beginnen. Wichtig ist da am Anfang nur über die Sätöpfe. Die tatsächliche Verpflanzung nach draußen erfolgt dann erst so in Richtung Mai. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Öffnen das Ganze, holen die Samen raus. Wichtig beim Basilikum ist, dass wir nicht mit zu viel Erde bedecken, da das Ganze sonst nicht keimen kann. Basilikum treibt vor allem unter guten Lichtverhältnissen aus. Deswegen machen wir da nur noch ein kleines bisschen Erde drauf, drücken es auch nicht mehr fest. Und natürlich wichtig, je nach Kraut bitte unbedingt noch drauf schauen, wie viel Wasser benötigt das Ganze. Und deswegen da bitte auch vorab informieren. Alternativ kann man natürlich das Ganze auch direkt im Topf verpflanzen. Was ganz wichtig ist, man sieht hier unten die Wurzeln der jeweiligen Kräuter. Die sollten bei der ganzen Sache natürlich nicht verletzt werden. Man muss darauf schauen, dass das Ganze gut mit der Erde verwächst, in die man das Ganze einpflanzt. Und dementsprechend auch wieder hier wichtig, fleißig gießen, nicht verletzen und schön tief einsetzen, sodass das Ganze auch wachsen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Stöbern hier am Einkaufsbahnhof beim Bahnhofsgarten.